Nirgendwo auf dieser Welt geworfen werden und schon gar nicht mit und unter unserem Namen, weil ich kann ganz klar sagen, ich stehe nicht hinter dieser Regierung und hinter der Entscheidung, die diese Regierung trifft. Auf den Krieg in Gaza, in Palästina, dass die Zeit nach dem 7. Oktober anders sein wird als die Zeit vor dem 7. Oktober. Das kann ich verstehen. Da herrscht auch ein Krieg. Leider Gottes merke ich aber, dass die Zeit nach dem 7. Oktober anders geworden ist als Zeit vor dem 7. Oktober für uns, für unsere Gesellschaft. Es kann nicht sein, dass wir einfach unsere Stimme für Frieden und für Stoppen alle Kriege auf der Welt nicht hochheben dürfen. Es kann nicht sein, dass wir hier nicht demonstrieren dürfen. Es kann nicht sein, dass wir hier keine Veranstaltung für alle Menschenrechte machen dürfen. Das war plötzlich so seit 4 Wochen. Die Frage ist nur, warum? Ist es ein Zufall? Ist das ein Druck von irgendeiner Seite von außen? Auf jeden Fall, wenn wir zusammenbleiben, dann können wir es auch verhindern. Weil das Gesetz ist normalerweise auf unserer Seite. Es kann nicht sein, dass die Politiker, weiß nicht, die Polizei führt nur aus, diese politische Entscheidung steht gegen ihre eigenen Gesetze. Und das kann nicht sein. Das müssen wir verhindern. Eine traurige Sache habe ich mitbekommen von manchen Politikern hier. Also es geht auch noch weiter in Sache Gesellschaftsspaltung. Die reden offensichtlich über Araber, über Muslime, über Antisemiten, über nicht integrierte Menschen. Das kann nicht sein. Ich lebe seit 37 Jahren in Deutschland. Ich persönlich habe das noch nie gemerkt, habe ich noch nie gehört. Aber dass Politiker, die dieses Land vertreten dürfen, in unserem Namen, sowas laut sagen und unsere Gesellschaft spalten wollen, gerade in Berlin. Berlin ist ja Multikulti und so soll es auch bleiben. Keiner fragt den anderen, woher du kommst. Keiner fragt den anderen, was du für eine Religion hast. Wir waren immer zusammen, wir haben immer gut zusammen gelebt und wir werden weiterhin zusammen gut leben.